Ey Leute, bevor das Video losgeht, wollte ich euch nur kurz sagen, ich habe jetzt einen Zweitkanal und baue den gerade auf, nennt sich Eddie Uncut. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da auch supportet und den Kanal abonniert. Und ja, schaut einfach mal rein. Jetzt geht's los mit dem Video. Hier findet ihr den Kanal, da irgendwo hier. Viel Spaß mit dem Video jetzt. So Leute, wir haben eine neue Kategorie hier bei mir und die nennt sich Release Radar. Habe ich mir selber ausgedacht. Und das ist das Intro. Es sind neue Trailer da. Schau doch den Release-Radar. Der Release-Radar mit Filmen und mit Games. Tada! Es sind neue Trailer da. Schau doch den Release-Radar. Der Release-Radar mit Filmen und mit Games. Tada! Okay, wie stoppt man diese wilde Musik? Okay. So, hier ist der Release-Radar für den Mai 2024. So, was mache ich jetzt? Hier, zack. Was haben wir hier? Im Release-Radar. The Rising kommt aus dem Early Access, wie es aussieht. Habe ich ja eine Zeit lang auch viel mit Nils gespielt, doch im Early Access. Aber jetzt auch schon lange, lange nicht mehr. Über ein Jahr habe ich das nicht mehr gespielt. Sieht hier im Trailer sehr nett aus. Dieses Tag-Nacht-Feature hat mich komplett wahnsinnig gemacht. Muss ich gestehen. Aber das Spiel hatte durchaus schon Potenzial. Ich fand den Einstieg ein bisschen dröge in dem Spiel. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe es lange nicht gespielt, was sich mittlerweile getan hat in dem Spiel. Das sieht hier schon sehr, sehr nett aus eigentlich. Wir haben da nur an der Oberfläche gekratzt. Plus Nils hat natürlich viel Zeit verbracht damit, Gebäude zu bauen und uns einzurichten. Guck mal, Legacy of Castlevania Premium Pack. Das ist ja interessant. Okay, also Re Rising kann ich nicht wirklich was zu sagen, aber mir hat es eigentlich schon Spaß gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. Wir schauen uns das nächste an. Vampire Survivors Operation Guns DLC. Das ist auch wieder Castlevania hier. Nicht ganz so. Ja, das ist halt. Ah, jetzt sieht man mal. Ja, gut. Auf gut Deutsch sind es halt einfach neue Klassen mit neuen Skills. Aber why not? Also, ich mag ja Vampire Survivors sehr, sehr gerne. Oh, warte mal, war das. Da muss ich. Oh, nein, man kann nicht zurückspulen. Kann man zurückspulen? Da muss ich nochmal hier. Die Maus. Wo war das? War das nicht das Vieh aus. Contra? Die Schildkröte? Das ist die aus Contra. Oder? Aus Super Contra. Super Protector. Meine ich. Ach so, das ist auch Contra DLC. Das erklärt einiges. Okay, das erklärt auch, dass die so ein bisschen aussehen. Okay, das sollen die Typen aus Contra sein. Ja gut, die sind nicht älter geworden, deshalb habe ich sie nicht erkannt. Vampire Survivors X Contra? Ach hier, guck, da steht's ja sogar. Lol. Okay. Alles klar. 9. Mai. Das ist ja in 4 Tagen. Ja geil, habe ich Bock drauf. Vampire Survivors mag ich, Contra mag ich. Vielleicht mal ein Grund, wieder das gute, alte, verstaubte Vampire Survivors rauszukramen. So, nächster Trailer. Braid Anniversary Edition. Was ist nochmal Braid? Das kenne ich doch auch. Ist das nicht so ein. Blow? Nee, warte mal. Braid, war das nicht so ein
Puzzlespiel, wo man die Zeit so rückwärts drehen konnte oder so. Sehr gut. Das ist doch schon uralt. Das gab es auf der Xbox 360, glaube ich, gab es das. Genau, mal. Einer der ersten Indie-Titel. Das habe ich sogar mal gespielt damals auf der Xbox 360. Kennst du auch den Plot fest und willst alles spoilern? Nee, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich tatsächlich auch gar nicht. So weit habe ich es, glaube ich, nicht gespielt. Aber fotorealistische Grafik hier auf der Switch. Und auch für Steam, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 und Switch. Naja, das hatte ja so eine komische Optik, ne? Haben die irgendwas neu gemacht? Ich weiß das gerade nicht auswendig. Naja, sieht man die Änderungen. 2080. 16 Jahre ist das her. It's the classic puzzle adventure where you manipulate time, hand repainted for modern. Mir hat halt der Grafikstil damals nicht so gefallen. Das irgendwie der Typ und die Gegner und so, das sah alles irgendwie so ein bisschen komisch aus. Aber Spielprinzip war cool. There are new animations, improved sound and music, a whole new world of puzzles to solve, and over 15 hours of commentary and interviews about game design, programming and visual art. We plan to make it the most detailed commentary in any game ever. So if you want to learn how video games are made, Braid Anniversary Edition will be a really good resource. We hope you'll enjoy the game when it comes out in April. Ja, 14. Mai ist das neue Release-Datum. Okay, wir machen weiter. Biomutant! Warum das denn? Ich glaub, das ist doch alt! Nikola! Für die Switch raus. Ja, okay, aber das wird auf der Switch nicht besser und es ist kein gutes Spiel, deshalb machen wir direkt weiter. Was ist das? Ja, das durfte jetzt ganzen Text jetzt fehlen. Das ist Diablo 4 Season 4. Geht ab 14.05. los. Aber hier, da startet gar nichts. Ja, das ist ein Bild. Achso. Gibt keinen Trailer dafür, leider. Ja, die haben ja viele Veränderungen wieder angekündigt bei Diablo 4. Ich habe es aber neulich mal wieder gezockt tatsächlich. Und ich bin nicht mehr so richtig reingekommen. Und ich weiß auch nicht, ob ich nochmal reinkomme. Ich habe ja Diablo 3 habe ich ja wirklich geliebt. Aber irgendwas. Ich weiß es nicht, was es ist. Diablo 4 und ich sind irgendwie. Es hat mich nie so richtig an den Eiern gehabt. Ich kann es gar nicht sagen, was es ist. Ob es die Open World ist, die mitlevelnden Gegner irgendwie. Vielleicht war es auch zu viel von allem. Schwierig. Ich wollte es wirklich gerne haben, aber es hat mich nicht gecatcht. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber. Vielleicht nochmal eine Chance geben. Diablo 3 hat auch lange gebraucht, bis es auf Top-Niveau war, muss man fairerweise sagen. Bei Release war Diablo 3 absolut unzumutbar. Wir erinnern uns alle auch noch an das dumme Auktionshaus. Aber, ja. Irgendwie, es hat einen nie richtig gepackt. So. Ghost of Tsushima Director's Cut für den PC. Und Ghost of Tsushima 2 soll ja jetzt nächste Woche, glaube ich, angekündigt werden. Am 16.05. kommt der Director's Cut auf Steam. Ja. Spielerisch leider nicht so gut, fand ich. Bisschen langweilig. Bisschen wenig zu tun. In einer dafür aber wunderschönen Welt. Also ich muss sagen, ich bin teilweise wirklich nur durch diese Welt geritten und habe den Fotomodus benutzt. Aber war für mich dann trotzdem nach Sekiro irgendwie schwer, das Spiel spielerisch zu lieben.
Aber optisch war einfach von der Atmosphäre und so war das schon sehr, sehr stark. Und es wird wahrscheinlich auf dem PC nicht schlechter aussehen. Also insofern. Ich mochte das Kampfsystem tatsächlich auch, aber es gab halt wirklich einfach nicht viel zu tun und zu entdecken, finde ich. Hier der Kurosawa-Mode in Schwarz-Weiß. Everything for my people. And I would do it again. Aber ja, kann man auch, wenn man es noch nicht gezockt hat auf dem PC, dann ja, gibt es wirklich gute Gründe hier, das mal auszuprobieren. Senua Saga Hellblade 2 habe ich nie gespielt, muss ich sagen. Also Senua 1. Senua. Sensor, wie sagt man das? Sensor? Sensor? Do you hear it? Ey, wir es am besten in Discord reinschreiben. Senua? Senua? Sechuan? Wir sagen einfach Hellblade. Ist tatsächlich. Nicht so meins. Also ohne, dass ich es jetzt gespielt habe, aber ist halt für mich wie ein interaktiver Film und ich mag so interaktive Filme irgendwie nicht. Das sieht natürlich mega krass aus, aber meistens sind das eher so Tricks. Also es ist halt spielerisch oft nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich will es nicht vorverurteilen, weil es sieht wirklich überragend aus, muss man ganz klar sagen. Aber ich frage mich dann auch manchmal, warum guckt man nicht einfach einen Film? You want the truth. All the lives inside me tell me to let go. The shadow will always hang over me. Aber warte mal, diesen Trailer, den hat man doch auch schon vor 3 Jahren oder so gesehen, oder? Oder zumindest Teile davon. Das sind keine neue Trailer, das sind Hauptsache Trailer, die vor allem hinterlegen, was bald rauskommt. Ach so, das sind keine neuen Trailer, vielleicht müssen wir dann den Songtitel nochmal überlegen. Weil da singe ich ja sogar neue Trailer. Nee, da müssen wir das ein bisschen anders machen. Aber du hast den Trailer reingepackt, weil das Spiel rauskommt, oder was? Ja, genau. Das ist alles, was diesen Monat rauskommt im Mai. Okay. Kann man vielleicht ein bisschen an den Nachbarn hinbeziehen. Das müsste hier noch irgendwo fett im Bild stehen. Hey, komm, steht's eigentlich, aber der Bildschirm ist zu groß. Okay. Warte mal, ich schau mich mal kurz drauf. System Shock! Hä? Kommt ein neues System Shock? Nee, es kommt für. Was war das? System Shock Remastered kommt für PS4, für Konsolen. PS5, Xbox One. Okay, aber weil das kennt man ja auch schon. Das System Shock Remaster. Ich habe es tatsächlich nicht gespielt, das Remaster. Ich habe System Shock aber damals auf dem PC ein bisschen gespielt. Damals war das geil. Aber ich weiß nicht, ob das gut gealtert ist. Beziehungsweise ob das Remaster genug remastert sozusagen. Durchaus ein einflussreiches Spiel. Ich glaube, Deus Ex ist doch aus System Shock entstanden, oder? Ich dachte Bioshock. Nee, Bioshock nicht. Bioshock hat doch mit System Shock nichts zu tun. Ich meine, aus System Shock und System Shock 2 ist dann Deus Ex damals geworden, oder? Ah, vielleicht irre ich mich auch. Oh, Paper Mario. Das ist das GameCube Paper Mario. Tolles Spiel. Nein, das trägt Deus Ex, Bioshock und Prey. Gelten als Nachfolger von System Shock. Ja, muss man Bock drauf haben. Ist halt quasi ein Rollenspiel für Kinder, wenn man so will.
aber schon mit dem Nintendo-Feinschliff. Also die Mario Paper und Mario und Luigi Saga und so, das sind alles schon echt Top-Spiele. Aber man muss halt ein bisschen Bock drauf haben auf die Knuddel-Optik, auf die Mario-Optik. Aber es sind gute Spiele, das kann ich euch sagen. Es gibt viel zu entdecken, viel zu machen. Schön polierte Spiele. Colorful location boasts its own unique flavor and a tapestry of challenges. The versatile Mario can slip through tight gaps and turn into a paper plane to glide through the air. Ja, wieder mal geile Ideen. Looks like he's making that paper work. You'll also get to play as Princess Peach. Also, Trailer geht 5 Minuten. Ah ja, okay. Trailer geht weiter. Machen wir weiter. World of Goo 2, das gibt's ja auch schon 120 Jahre. World of Goo, das habe ich auch vor 20 Jahren gespielt oder so. Weil das immer eines dieser Spiele war, egal wie beschissen der Laptop war, World of Goo ging immer. Aber die Fortsetzung ist neu. Ja? World of Goo 2 ist neu? Sicher? Ja. Kommt jetzt zum ersten Mal Switch und, nee, für Steam und Switch am 23.05. raus. Ich bin mir nicht sicher. 2008 war World of Goo 1. Krass. Guck mal, wie lange das her ist, ey. Das kam so nach diesem Bridge Builder Hype. Bridge Builder war auch so geil. Von Tomorrow Corp, die ja auch Human Resource Machine gemacht haben, was Global Team gespielt hat. Das ist, wo man die Rakete baut? Nee, das ist, muss man Computer bauen. Also. Und die haben noch so ein Spiel gemacht, wo man Sachen verbrennen muss. War auch sehr lustig. Das ganze Spiel bestand nur aus Dinge verbrennen. Okay, World of Goods haben wir hier. F1 24? Moment. Hä? Ist doch auch schon alt. Ja, das kommt auch diesen Monat raus. Neues F1? Ja, aber dann müsste es doch F1 25 sein, oder nicht? Das ist hier anders. Aber das ist die neueste F1 Version. Yes. Alter. Das macht ja so Bock. Aber es ist auch so anstrengend. Wirklich, es ist so anstrengend, wenn man das. Wenn man das auf Pro-Gaming-Niveau spielt, so wie ich. Kommt am 31.05. für Steam, PS4, PS5, Xbox One. Bei Rocket Beans bestimmt machen die wieder ein F1-Rennen. Bestimmt. Aber da weigere ich mich mitzumachen, wenn Fabian Krane mitmacht. Es gibt sonst Krieg. Das gibt wirklich sonst. Kann ich für nichts garantieren. Oder Tryhard Florentin. Mach ich auch nicht mehr mit. Nee, ich mach einfach nicht. Ich kommentiere. Ich mach nicht mehr mit. Ich halte das einfach nicht aus. Ich bin psychisch zu labil für diesen Druck. Aber es ist schon geil und es sieht halt auch überragend aus, muss man schon ganz klar sagen. Also man könnte es jetzt hier, finde ich, anhand dieser Optik quasi nicht mehr von TV-Bildern wirklich unterscheiden. Ja, hier ist schon eher. Aber... Das war's. Release-Radar der Spiele, die im Mai 2024 rauskommen. Vielleicht war ja was für euch dabei. Vielleicht seid ihr auf den Geschmack gekommen. Dadurch, vielleicht konnte ich euch ja beeinflussen. Aber ja, die ganz großen Highlights kommen, glaube ich, erst noch. Nesis schreibt ihr das mal in meine PowerPoint. Ja, war jetzt was für mich dabei, muss ich mal so gerade überlegen. War jetzt ja was, wo ich so richtig komplett abdrehe. Geht so. Alles so ganz nett, aber jetzt auch nichts, nichts, weshalb ich jetzt schlaflose Nächte habe. Das gibt's dann im Juni. Was könnte das wohl sein?